Hat er ja auch verdient. Aber leider hat das Ding nur 10 Raketen. Ich meine, gut, es sind immerhin Raketen. Und wenn man überlegt, dass man die Raketen dann auch noch mit sich rumschleppen müsste, rein theoretisch, wenn man die Spielfigur wäre. Hi, Jungs. Ach, du auch noch. Habt ihr ein bisschen Spaß mit euch? Das ist ein schönes Training für mich. Ja, noch ein bisschen. Okay. Hier. Ah, jetzt weiß ich's. Es ist die Mach. Dachte ich zumindest. Eine größere Menge davon verbraucht? Nein. Würgen, würgen. Das bringt aber nichts. So, macht Geschwindigkeit und dann? Ist nämlich verkohlen oder wie? Na gut, was ich nur. 6-mal würgen, gell? Wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß nicht so, dass ich auf der bösen Seite wäre oder. Haha, das funktioniert. Und ich kann dabei sogar noch gehen. Haha, das ist noch nicht mal so anstrengend. Wow, wo denn der hin? Der ist ja. Weg mit dem. Das ist natürlich krass, dass er da so runtergeworfen wurde. Ich persönlich jetzt nicht ganz so extrem gestaltet. Jetzt können wir noch mal gucken. Hier oben war ja mein, nee, da unten war ja mein Angriffswächter. Ja, Aktion. Oh, der ist schon weg. Bevor ich da runterfall, gehe ich lieber noch mal ein bisschen zurück. Jetzt geht's mal mit Machtgeschwindigkeit mal ein bisschen schneller voran. Mal ein bisschen schneller als normal. Hoffe ich, hofft man doch dann immer. Ah, Schild, groß, 50%. Sehr cool. Ein Bagdad-Tank. Ich hab das hier. Warte. Das, genau. Wollte schon sagen. Macht Würgen war jetzt nicht das, was ich zeigen wollte, wenn im Zusammenhang mit Bagdad-Tanks. Schön, speichern nochmal, damit das, die Überraschung da hinter der Tür mich nicht zu sehr überrascht. Was geht denn hier ab? Brauche ich jetzt hier ein Nachtsichtgerät oder wie? Moment, Moment. 4. Komischerweise ist das jetzt gelb anstatt früher grün. Ich wollte doch. Moment, Moment. Ich wollte doch gar nicht. Aber wenn ich schon mal hier oben bin. Hallo? Wow! Kacke. Okay, das ist jetzt blöd gelaufen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich meine, wie kann man denn das übersehen? Irgendwie. Das sieht aus, als würde es nach unten fahren. Das benutze ich erstmal nicht. Das sieht nach aus. Nach. Ah, das fährt nach oben. Der andere fährt ja wieder nach unten. Gut, Struktur angucken. Ah, auch mal bemerkt. Mein Gott, sind die schlau. Ich muss eine Scheibe einwerfen, damit die einen registrieren. Das ist ja schon irgendwie peinlich. Ja, du zuerst, oder? Wir werden jetzt fallen erst die zwei anderen um, bevor der umkippt. Auf jeden Fall kommen daher gerade im Moment die Schreie. Ich hab's doch gesagt. Beiläufig abgewehrte Schiffe bringen mehr. Ja. Irgendwie habe ich den Wunsch, hier alles kaputt zu machen. Woher das wohl kommt? Ja, keine Ahnung. Oh! Das ist natürlich jetzt mal krass. Ich hab mein Schwert in der Luft. Wie cool ist das denn? Und das will zu mir und. Das ist nicht mehr ganz so lustig. Mein Schwert ist weg. Kacke. Mein Schwert. Ich muss es mal suchen gehen. Der Will muss ja generell erstmal noch runter. Eins.
habe gar nichts Schwert. Könnte mir... Ah, ich habe wieder ein Lichtschwert. Diesmal geht's wohl runter. Hi, Leute. Ich wollte euch mal kurz besuchen, bevor ich da runtergehe. Muss ich dich nicht ausschalten. Hallo. Irgendwie überraschend, dass die mich nicht sehen. Sieht aus wie eine Kinoleinwand. Nur ein bisschen zu grün dafür. Ah, hi, das ist wirklich auch was Neues. Immer wieder mal was Neues. Wenn das noch nach unten geht, dann geht das aber ziemlich weit nach unten. So, mal hier hin. Da falle ich nicht so tief. Kein Bock. Wir brauchen wieder eine Zugangskarte. Ah, da bin ich auch einfach mal ohne Regeln irgendwie Laserschwert rein und aufhebeln. Ich wusste es doch, es geht noch tiefer runter. Ich bin doch total beknackt. Ah. Nicht mehr von den Jungs. Oh nee, nicht noch ein Regen. Moment. Bevor ich mich stehen war. Einer ist doch gefallen. Leben und Schutz noch komplett da. Das ist doch mal ein guter Kampf gewesen. Ein schneller, guter Kampf. Drei Leute dabei erledigt. Einer kleinen Aktion. Mehr oder weniger klein. So, du auch noch. Los. Dauerhaft tot. Ich sollte mal meinen... Funktioniert wirklich. Moment. Hahaha, ich kann es steuern. Moment. Na? Beinahe? Es funktioniert. Boomerang-Style. Jetzt fahre ich aber am besten mal hoch. Weil hier drüben... Glück gehabt, es passiert nichts, ansonsten hätte ich noch weiter runterfahren müssen. Warte, der hat bestimmt die imperiale Zugangskarte. Genau, das hatte ich vermutet. Na, da kommt er ja. Der nette kleine Aufzug, der mich jetzt nach oben katapultieren wird. Nicht gerade katapultieren, aber ist auch mal interessant, wer auf diesen Rohren. Ich finde ziemlich viel interessant. Moment. Speichern. Bevor ich da wieder irgendeinen Mist baue. Ah, so ein Mist ungefähr. Ich wollte nämlich gerade mal unbedingt auf diese Ebene rauf. Oder runter. Ah. Das klappt natürlich auch. Aber nicht das, was ich machen wollte. Das war schon eher was in die Richtung, die ich erledigen wollte. Die Frage, haben wir hier ein... Ja. Die Frage ist, ob auf der Rückseite eben ein Versteck ist. Das ist meine einzige Frage. Und es würde für mich auch... klingt für mich auch recht logisch, dass da hinten was versteckt ist, rein theoretisch. Weil das... Naja, jetzt die Frage, wie komme ich hier runter? Oder zumindest mal ein Stück weiter runter, ohne direkt drauf zu gehen. Und da ist die Lösung wohl die hier. Obwohl hier eben es nicht großartig weitergeht. Schon wieder mit Macht und Würgen angefangen. Darüber muss ich jetzt. Kann ja immer noch sein, dass da irgendwo ein Versteck ist. Obwohl, nee, da ist kein Versteck. Man sieht ja gar nichts. Dann lade ich das Spiel einfach und diesmal gehe ich von der Rampe runter. Ja, das ging recht zügig. Dann kann ich endlich diese Box öffnen. Was? Verarschen?
Also irgendwas stimmt hier gerade mal gar nicht. Ich hab doch die Zugangskarte.